Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Es gibt Beef in der Elektroauto-Community. Ich war in Berlin-Grünheide bei der Eröffnung der Tesla Gigafactory 4. Elon Musk war zu Besuch, Bundeskanzler Olaf Scholz, Robert Habeck, Wirtschaftsminister, als auch der brandenburgerische Wirtschaftsminister Steinbach und so weiter. Also viele wichtige Leute waren da zur Eröffnung. Es wurden die ersten 30 Tesla Model Y ausgeliefert und zwei der großen YouTuber durften dieses Bändchen nicht tragen und nicht Teil dieser Eröffnungsparty sein. Warum ist das so? Es existieren ganz schön viele Meinungen da draußen. Alex von Elektrisiert hat sogar ein Video dazu gemacht und sich furchtbar aufgeregt, was ich verstehen kann. Aber ich persönlich bin zu einem ganz anderen Schluss gekommen als der liebe Alex. Denn ich denke, hier wird Tesla zu Unrecht der Strick gedreht. Und ich möchte euch heute mal meine Meinung schildern und die Sache aus einem anderen Licht mal darlegen. Ja, ich trage das Bändchen von Tesla noch. Wenige Tage ist es her, da war die Eröffnungsparty von Tesla in der Grünheide in der Nähe von Berlin in Brandenburg. Es war eine sensationelle Party und ich bin sehr froh und glücklich, dass ich dort teilnehmen durfte und mitfeiern durfte und diese ganzen Eindrücke aufnehmen durfte, dieselbe Luft wie Elon Musk atmen durfte. Und das war eine richtig coole und spannende Veranstaltung. Ich war sehr gerne dabei und ich verstehe sehr gut, wer nicht dabei war, dass er sich darüber ärgert. Ich habe von Stimmen und YouTube-Kollegen gehört, die sagen, na schade, ich hätte doch mal hinfahren sollen, das war ja doch scheinbar ganz cool und auch recht groß. Und andere sagen, ja, ich wollte hin und bin ausgeladen worden. Der liebe Ofe und der liebe Alex sind zwei große YouTube-Kollegen, die beide deutlich mehr Abonnenten haben als ich. Warum zur Hölle sind die beiden also ausgeladen worden, während ich kommen durfte? Direkt vorweg gesagt, ich war nicht der Einzige, der kommen durfte. Es waren noch diverse andere YouTube-Kollegen vor Ort. Es war also mitnichten so, dass YouTuber per se nicht gewünscht waren. Das kann man so nicht sagen. Der liebe Alex hat einen schönen Gruß übrigens an dieser Stelle an den Alex, der sich aufregt, was ich sehr gut verstehen kann, dass da die Emotionen dann natürlich so ein bisschen hochkochen, wenn man da gerne gewesen ist und explizit ausgeladen wird und vor allen Dingen ohne eine saubere Erklärung, die nachvollziehbar ist. Und das ist eigentlich das große Problem. Tesla kann einfach nicht vernünftig kommunizieren. Das sieht man immer wieder auch als Kunde, dass man da vor ja, unvollständigen Informationen steht, auch im ganzen Vorfeld dieser Veranstaltung in Grünheide war auch ich selbst Leidtragender, dass die Informationslage irgendwie wirr und durcheinander und unklar war. Kann ich da jetzt hin, kann ich nicht hin? Ich musste irgendwie bis einen Tag vor der Party warten, ob ich ein Ticket habe oder nicht. Da läuft halt gerne mal was sehr kurzfristig und sehr spontan und das ist, denke ich, dem grundsätzlichen agilen Modus von Tesla geschuldet. Was ist denn jetzt passiert? Alex als auch Ove sind eingeladen worden als Begleitung von einem der 30 Kunden, die als allererstes ihr Tesla Model Y vor Ort abholen durften und persönlich von Elon Musk, dem CEO von Tesla, übergeben bekommen haben. Diese Einladung von diesen Kunden erfolgte so, dass Tesla sich gedacht hat, wenn jetzt hier jemand sein Auto holt, dann will er doch sicherlich auch seine Familie oder sonst Freunde mitbringen, ja? Und dann diese Zeremonie zelebrieren. Das war dann so, dass diese Gruppe an Leuten separat stand und die Fahrzeuge kamen aus der End of Line, also aus dem Ende der Produktionslinie, langsam rausgefahren. Elon Musk hat sozusagen das Auto übergeben, kurz Shake Hands gemacht, man konnte noch kurz ein Selfie machen. Bei manchen hat sogar, wenn sie es wollten, ein kleines Autogramm im oder am Auto hinterlassen und dann wurden die Personen dann von dem Tesla-Mitarbeiter rausgefahren mit ihrem eigenen Auto durch einen Sprühlichtbogen. Es war eine sensationelle Veranstaltung. Wenn euch mehr zu dieser Veranstaltung an sich und zu diesem Tag interessiert, findet ihr auf jeden Fall in diesem Kanal ein Zusammenfassungsvideo, was ich so für Eindrücke gesammelt habe und es gibt auch nochmal zusätzlich die vollständige Rede von Elon Musk, die vollständige Rede von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz und wer sonst noch so gesprochen hat, das werde ich alles in einzelnen Clips nochmal separat in vollständiger Länge veröffentlichen. Diese Auslieferungen waren ja eine sehr familiäre Runde. Und so war es von Tesla in meiner Perspektive auch gedacht, dass das eine kleine, familiäre Insel in diesem ganzen Großevent dann ist. Und da wollte man meines Erachtens dann auch den großen oder auch kleineren YouTubern keine Bühne liefern. Das heißt,
darum ging es ja nicht. Es ging ja nicht darum, jetzt Autos zu verkaufen oder so. Und deswegen finde ich, ist diese Einschätzung, sich als pauschal YouTuber ausgeladen zu fühlen, meines Erachtens falsch. Es war nur die falsche Runde oder die falsche Anmeldung, könnte man sagen. Denn ich als YouTuber war ja da. Wieso durfte ich, der Nino vom Danzai-Blog, auf diese Veranstaltung und Uwe Kröger und Alex von Elektrisiert, die hunderte und aberhunderte Autos für Tesla verkauft haben über das Referral-Programm, wieso durften die nicht dahin? Das habt ihr euch gefragt und fandet das, also viele von euch fanden das sehr ungerecht. Und die beiden Betroffenen natürlich auch. Uwe erschien mir noch relativ relaxed. Alex von Elektrisiert ist ziemlich explodiert in seinem Video und ich kann das ja auch verstehen. Ich würde mich auch ärgern, wenn ich so explizit ausgeladen worden wäre und mich eigentlich gefreut hatte, mit dabei zu sein bei einem coolen Event. Ich kann das also emotional komplett nachvollziehen und verstehe die Reaktion. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr versteht, als allererstes, welche Gruppen waren denn eingeladen zu diesem Event? Das sind nämlich 5 Gruppen. Und wenn man das versteht, wie diese Aufteilungen sind, dann versteht man vielleicht auch, dass diese auch unterschiedlich betreut werden und auch unterschiedlich gewertet werden. Also, wer durfte kommen? Es waren natürlich alle Mitarbeiter, die da vor Ort sind. Und teilweise waren auch Mitarbeiter aus den Stores vor Ort, die dann helfen durften bei diesem Großevent und als Benefit eben teilhaben durften an dieser großen Party. Also Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter durfte eine Begleitperson mitbringen. Aus dem Freundes- oder Familienkreis dann letztendlich, nämlich irgendwie dann die Ehefrau oder den Ehemann oder eben den besten Kumpel oder so, die durften dann eine Begleitung mitbringen und durften auch nur nachmittags bei der Party ab 14 Uhr, glaube ich, bei der Party dabei sein, durften nicht bei der Auslieferung dabei sein, durften keine Factory-Tour machen und so weiter. Also auch die waren, obwohl sie Mitarbeiter des Konzerns sind, hatten nur einen kleinen Slot in diesem Gesamtevent. Zweite Gruppe ist die Presse. Es wurde also explizit die klassische Presse eingeladen. ARD, der Weltverlag, die Bild-Zeitung hatte einen Fotografen da und so weiter. Also die ganz klassischen großen Medien waren vor Ort und waren geladen. Und offensichtlich, und da habe ich keinen einzigen erkannt in dieser Gruppe, es war niemand aus der YouTube-Welt da. Also niemand der klassischen Elektroauto- oder Tesla-YouTuber. Auch ich habe darüber keine Einladung bekommen. Die klassischen Presseleute durften dann auch nur in Anführungsstrichen, die Auslieferung begleiten mit ihren medialen Präsenzen, also in Schrift, Ton und Bild, und durften dann in einer separaten Factory-Tour eine kleine Runde durch die Fabrik drehen und durften dann aber nicht bei der Party mitmachen. Da waren sie explizit ausgeladen. Also auch die hatten nur eine bestimmte, ich sag mal, Zeitscheibe in diesem Großevent und das war sehr klar und hart gegeneinander abgesteckt. Die dritte Gruppe waren Lieferanten oder Dienstleister, wie man sehen will. Also ich habe eine Runde gesehen, wo also von Partnern, die mitgeholfen haben, diese Fabrik zu erschaffen, Maschinen geliefert haben, Inbetriebnahmen gemacht haben etc., die waren zum Teil auch eingeladen. Ob sie Begleitung mitnehmen durften, weiß ich nicht so genau. Ich weiß aber, dass sie ebenfalls eine Führung durch die Fabrik gemacht haben und sie durften mitfeiern. Ich glaube aber, sie durften nicht mit bei der Auslieferung sein. Also auch die hatten einen eingeschränkten Fokus in diesem ganzen Event und waren ebenfalls im gewissen Maße hart abgetrennt. Neben den Lieferanten bleibt als vierte Gruppe dann der eigentliche Kunde, nämlich einer der 30, der eben sein Fahrzeug abholen durfte, eines der ersten 30 Tesla Model Y Performance. Alle in schwarz außen, schwarz innen, alle in der gleichen Ausstattung. Die ersten, ja, wahrscheinlich mehr oder weniger langsam und von Hand gebauten Teslas, die da vom Band rollen. Tesla möchte bald auf 500 Autos hochgehen und daran sieht man, das geht alles sehr langsam los und man wollte aber diesen Meilenstein zusammen feiern mit den Kunden und dafür war Elon Musk dann da und hat diese Autos eben von Hand übergeben. Habe ich schon gesagt, wie das dann ausgestaltet war. Diese Personen durften jeweils 3 Freundes- oder Familienmitglieder mit einladen. Klar, wenn du so ein Auto übergeben bekommst und du hast das Glück, einer der ersten 30 zu sein, dann willst du deine Familie mitnehmen oder deinen besten Kumpel noch mitnehmen oder Oma und Opa oder Mutter und Vater oder keine Ahnung. Und dann eben teilhaben lassen an dieser schönen Feierlichkeit und dann eben vielleicht auch noch ein Selfie mit Elon Musk machen und mal Shake Hands machen und vielleicht mal 2 Sätze wechseln. Also auch die hatten eine klare, ja, wie soll man sagen, eine klare Rolle in diesem ganzen Spiel oder in dieser ganzen Veranstaltung und durften dann, sie waren natürlich die wichtigsten Personen an der Stelle, durften dann auch alles mitmachen. Sie durften die Factory-Tour mitmachen, sie waren beim Empfang am End of Line, sie waren bei der Auslieferung und sie durften nachher auf der Party mitmachen und feiern.
zurecht. Und da standen nämlich dann auch die Autos auf einer kleinen Seitenfläche, die abgesperrt war und konnten dann nochmal von allen betrachtet werden. Die last but not least, die letzte Gruppe derer, die dort mitmachen durften und teilnehmen durften, sind Mitglieder des Tesla-Fahrer- und Freundevereins. Der TFF ist ein Verein, der sich ehrenamtlich, also wie sagt man so schön, ohne gewinnorientiert zu sein, engagiert für die E-Mobilität allgemein, aber auch insbesondere für Tesla. Denn der TFF macht viele gute Dinge, zusammen mit Tesla manchmal und vor allen Dingen aber auch für Tesla. Zum Beispiel muss man wissen, dass der TFF organisiert, dass bei, ich sag mal, Auslieferungspeaks die Service Center, Delivery Center, wo Fahrzeuge den Kunden ausgeliefert werden, tatkräftig ehrenamtlich unterstützen. Das heißt, Mitglieder dieses Tesla-Vereins gehen dann an einem schönen Samstag ins Delivery Center von Tesla und erklären Neukunden, die ihr Auto abholen, holen das Auto, übergeben den Schlüssel und erklären denen alles, wie funktioniert das Auto, was müssen sie wissen und begleiten diese Auslieferung, weil Tesla mehr Autos verkaufen kann, als sie produzieren kann und auch offensichtlich immer wieder in Engpässe bei den Auslieferungen kommt und dann dankend diese Unterstützung annimmt. Und die, ich sag mal, Tesla Vereinsmitglieder, die ich kenne, die da mitmachen, die machen das auch gerne, die haben Spaß daran, die E-Mobilität zu verbreiten und vor allen Dingen zu erklären. Meine Rolle hier bei YouTube ist es ja ebenfalls, euch E-Mobilität und auch natürlich Tesla nahe zu bringen und eben mitzuhelfen, den Wechsel zur nachhaltigen Individualmobilität mit zu begleiten und vor allen Dingen zu fördern. Und das macht jeder auf seine Art und Weise, der sich da engagiert. Ich mache es mit dem YouTube-Kanal und manche Tesla-Vereinsmitglieder eben, indem sie Tesla bei den Auslieferungen helfen, wenn die da 800 Autos auf dem Hof stehen haben, die möglichst schnell ausgeliefert werden müssen, weil die nächste Charge schon wieder angerollt kommt. Ne? Und was hat Tesla gemacht? Sich einfach bedankt, indem sie dem für das Engagement, was der Tesla-Fahrer- und Freundeverein leistet, ebenfalls eine Möglichkeit gegeben hat, Mitglieder zu nominieren, die dann mit auf diese Veranstaltung durften. Und über diese Liste des TFF bin ich auf die Veranstaltung gekommen. Deswegen war ich da, obwohl ich YouTuber war. Warum war denn aber jetzt Alex ausgeladen worden und auch der Ofe? Sie waren ja gemeldet von einem Besitzer, einem zukünftigen, frischen Besitzer des Tesla Model Y als Begleitung. Ja, aber da muss man jetzt einfach mal ganz klar trennen. Also eine Möglichkeit wäre gewesen, zu versuchen, in den Presseverteiler von Tesla zu kommen. Allerdings kommt man da als YouTuber meines Wissens einfach so nicht darauf, da rein, da dran. Und die Tesla-Neukunden sollten eigentlich ja, ich sag mal, nicht irgendwelche Promis mitbringen, sondern es war ja so gedacht, dass sie ihre Freunde oder Familie mit drin bringen können. Also, was war der Weg? Der Wege, die Vereinsmitgliederliste des TFF. Der TFF konnte nominieren und ich habe halt gute Connections zu dem Verein. Nicht zuletzt, weil ich ja auch viel mit denen zusammenarbeite und denen mithelfe und mitgestalte. Ich möchte euch nur noch mal erinnern an das T&E-Magazin, wo ich in jeder Ausgabe eine feste Kolumne habe, den T&E-Talk, den Livestreams, die wir einmal im Monat machen, leisten. Und das geht ja Hand in Hand mit dem Tesla-Verein. Der war lange, lange mit Herausgeber der Tesla-Zeitung, also des T&E-Magazins, ist ja keine reine Tesla-Zeitung, und eben auch somit Herausgeber und Unterstützer des T&E-Talks. Der Lars Hendricks, der regelmäßig meine Chat-Moderation macht, beziehungsweise eure Fragen mit in den Livestream bringt, der ist der Präsident vom TFF. Und somit ist natürlich klar, wenn man so eng miteinander zusammenarbeitet, dass dann da eine gewisse Geben- und Nehmen-Kultur herrscht. Und dann hatte ich einfach die Chance, auf diese TFF-Liste zu kommen. Während jetzt Alex von Elektrisiert oder Ofe von T&T E-Mobility über den TFF auf die Liste gekommen, bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass sie auch mit dabei gewesen wären. Und dafür habe ich auch einen Kronzeugen. Der Kronzeuge ist Stefan Möller von Next Move. Der war nämlich, so wie ich, über die TFF-Liste mit auf dieser Veranstaltung und durfte auch fleißig drehen und begleiten und hat da auch ein tolles zusammenfassendes Video gemacht, was ihr unten in der Infobox verlinkt findet. Stefan Möller ist jetzt nicht dafür bekannt, besonders pro Tesla eingestellt zu sein. Stefan Möller berichtet regelmäßig sehr kritisch von den Problemen, die Tesla hat und ist sicherlich einer derjenigen, die ja wirklich sehr, sehr oft Tesla kritisiert haben. Und ich möchte mal behaupten,
ohne dem lieben Stefan, den ich sehr schätze als YouTube-Kollegen und sehr schätze für seine wirklich tolle Arbeit, die er leistet. Aber wenn ich einen Namen finden müsste, der Tesla am meisten indirekt geschadet hat, weil er besonders kritisch auf die Problemfälle und Probleme in den Prozessen und Qualitätsprobleme und so weiter hingewiesen hat, dann ist das Stefan Möller. Ich möchte sagen, er ist der Kritischste, der da berichtet. Das ist gut, weil natürlich ist eine unabhängige und ich sag mal, möglichst objektive und kritische Berichterstattung über Tesla auch super wichtig, damit sich Dinge entwickeln und verbessern. Aber wenn ich jetzt eine Party feiere, ich würde sagen, ich feiere einen Geburtstag und hier geht es um die Geburtsstunde der Tesla-Produktion in Grünheide. Das ist ein ganz besonderer Moment, den Tesla mit einer riesigen Party für alle Mitarbeiter und allen, die mitgewirkt haben an diesem Erfolg in Berlin-Brandenburg, einfach feiern wollte. Das war eine Party, primär eine Party, wo vorneweg die Auslieferung stattfindet. Und wenn ich eine Party feiere, dann mache ich das mit meinen besten Kumpels und Freunden und Familie. Dann lade ich nicht die ein, die mir regelmäßig auf den Senkel gehen, mir auf die Füße treten und immer in irgendwelchen Wunden bohren, die sicherlich zu Recht da sind. Aber ich möchte ja gute Laune haben, ich möchte Stimmung haben, ich möchte ausgelassen feiern und gemeinsam einfach Spaß haben. Und dann suche ich mir die Leute natürlich auch aus. Und dann lade ich nicht explizit die ein, die mir gerne mal auf die Füße treten und mir immer vorhalten, du hast den Bürgersteig nicht gekehrt, du hast deine Hecke nicht geschnitten, deine Äpfel vom Baum fallen immer auf mein Grundstück, bitte sammel die mal weg und so weiter. Also ich übertreibe das jetzt bewusst ein wenig. Ich möchte allen dreien, weder Uwe noch Alex noch Stefan Möller, irgendwas hier negativ ankreiden. Alle machen einen tollen Job und helfen der E-Mobilität und es sind alles nette Leute und Alex habe ich selber persönlich noch nicht kennengelernt. Stefan kenne ich persönlich, kann ich gut leiden. Uwe kann ich besonders gut leiden. Das ist ein super cooler Typ, den ich sehr schätze. Das weiß der Uwe auch. Und von daher, alles gut, alles easy. Ich bin fein mit allen, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt jemanden einlade und ich habe jetzt persönlich erstmal nichts direkt mit Leuten in der Sicht zu tun oder kenne halt gewisse, ich sag mal, Beschwerden, die auch gerne zurecht sind, aber ich suche es mir dann doch persönlich sehr genau aus. Und Tesla hat nicht nur Uwe nicht explizit eingeladen, Tesla hat auch mich nicht explizit eingeladen, obwohl ich ja nun mal gerne von euch als Zuschauer als Tesla-Fanboy beschrien und verschrien bin. Auch ich lasse gerne mal ein krummes Haar an Tesla und berichte über Dinge, die nicht gut funktionieren oder wo irgendwie Mängel sind. Auch das mache ich natürlich. Natürlich mache ich das, aber ich bin schon tendenziell pro Tesla. Ich finde einfach mega begeistert von dieser Firma, was sie tut. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Der liebe Alex und auch der Chris, die haben zusammen ein kurzes Video oder einen kurzen Abschnitt am Video gemacht, haben gemutmaßt, dass es darum geht, dass sie kritisch oder zu kritisch über Tesla gesprochen haben. Das ist Bullshit. Entschuldigung, meiner Ansicht nach ist das Bullshit. Darum geht's gar nicht. Ich habe kritisch berichtet und mein Kronzeuge Stefan Möller hat erst recht sehr kritisch und sehr oft gegen Tesla berichtet und ist trotzdem auf der Party willkommen gewesen, weil er nominiert wurde auf der TFF-Liste. Haben Alex und Uwe jetzt über den Weg nicht gemacht, sondern sind in diese andere Schublade gegangen, nämlich die, die lautete, meines Erachtens, ich bin ja auch kein Insider bei Tesla, meines Erachtens lautete, der Kunde, der sein Auto abholt, darf Freunde und Familie mitbringen und nicht Promis. Und Alex und Uwe sind in der Szene Promis, muss man mal ganz klar sagen. Viel, viel mehr als ich zum Beispiel. Sie haben immerhin das zum Teil Zehnfache an Abonnenten. Ja, also von daher ist diese Mutmaßung, dass Hardliner gegen Tesla nicht willkommen sind oder umgekehrt, dass nur, wie hat sich Chris ausgedrückt, Grünheide-Arschleckerei. Also ja, es ist einfach ein tolles Event, eine tolle Neuigkeit, dass diese Produktion jetzt startet und es wurde gewürdigt von Bundeskanzler Elon Musk, der reichste Mann der Welt war da. Also ich meine, was hat das bitte mit Arschleckerei für diese Fabrik zu tun, wenn man mitmachen will und mitfeiern will? Ich finde, das ist doch nur selbstverständlich. Wenn so ein Event nicht, wo sonst will man denn mit dabei sein? Ja, ganz ehrlich, also da muss man nicht mal Tesla-Fanboy sein, um zu begreifen, dass das eine coole Sache war und man da gerne dabei ist. Ne? Nicht umsonst trage ich dieses Bändchen noch, weil ich einfach stolz bin, dass ich dabei sein durfte. Und es war einfach geil. Es war eine geile Party und eine geile Zeit. Und da war ich einfach super happy, dabei zu sein. Und deswegen trage ich dieses Bändchen noch. Andere tragen ein Bändchen vom Festival, wo irgendwelche Bands aufgetreten sind, weil sie es cool fanden und dabei waren. Und ich trage halt das Bändchen noch ein paar Tage. So, das hat aber meines Erachtens nichts mit Grünheide-Arschleckerei zu tun, wie es Chris wortwörtlich gesagt hat. Und es ist auch nicht so, dass Alex und Uwe zu kritisch über Tesla berichtet haben. Meines Erachtens ist das alles Blödsinn und einfach falsch einsortiert.
Das ist zumindest meine Meinung. Schreibt gerne in den Kommentaren, wenn ihr anderer Meinung seid. Gerne setze ich mich auch nochmal mit Alex und Uwe in einem One-on-One auseinander. Können wir gerne nochmal drüber reden. Letztendlich ist es aber eigentlich gar nicht wichtig. Man war halt nicht dabei. Schade, Schokolade. Ich war beim letzten Mal. Es gab ja letztes Jahr auch schon eine Party an der Gigafactory. Da habe ich es nicht dabei, dabei zu sein geschafft. Ist schiefgegangen. Ja, sei es drum. Ich war traurig, fand es schade. Aber ja, so ist es halt manchmal. Manchmal ist man halt einfach außen vor. Passiert mir genauso. Nur halt Gott sei Dank bei anderen Dingen habe ich jetzt in dem Fall einfach Glück gehabt. Was meines Erachtens ebenfalls eine leicht verzerrte Darstellung ist, dass man nur, weil man viele Teslas in der Vergangenheit verkauft hat, jetzt auch zwangsläufig unbedingt bei dieser Party dabei sein muss. Es ging um eine Eröffnung einer neuen Fabrik und die wurde primär, ich meine, da waren locker 4000 Menschen vor Ort und primär waren es Lieferanten und vor allen Dingen Mitarbeiter bei Tesla. Die haben da gefeiert. Die haben die Party gemacht. Sven Fett, der bekannte DJ, hat aufgelegt und Stimmung gemacht und Party gemacht. Und um diese Feierlichkeit ging es ja unter anderem im Wesentlichen. Und ja, sorry, ihr habt viele Autos verkauft. Lieber Alex, lieber Uwe, lieber Chris, das stimmt. Aber dafür seid ihr auch entlohnt worden, zumindest zu großen Teilen. Ihr bekommt, ich weiß von Uwe und ich glaube Alex auch, 2 Tesla Roadster im Wert von insgesamt 500.000 Dollar. Geschenkt, ja, für eure Bemühungen und eure Leistungen. Ich finde, das ist schon eine gehörige Wertschätzung, wenn man 500.000 Dollar geschenkt bekommt in Form von 2 Autos. Noch sind sie nicht da und manche sind auch kritisch, ob sie auch hier kommen werden, aber ja, also ich finde das eine, der Erfolg der Vergangenheit und auch die Entlohnung, die erfolgt ist oder erfolgen wird, hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt da eine Party gefeiert wird für die Gigafactory 4 in Brandenburg. Ne, das finde ich hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Von daher ist das für mich im Grundsatz eine gewisse Überhöhung oder eine egozentrische Darstellung, die ich im Frust des Momentes vollkommen nachvollziehen kann. Wirklich, ich hätte mir auch in den Arsch gebissen, nicht dabei zu sein, ganz ehrlich. Also, let's sum it up, davon auszugehen, dass der Uwe oder der Alex auf einer Blacklist bei Tesla stehen, ist meines Erachtens falsch. Der Kronzeuge Stefan Möller beweist das Gegenteil. Das hier war meine Darstellung der Gelegenheit, dieser Situation, dieses Beefs, der da entsteht. Mein Name ist auch mehrmals in dem Video von Alex gefallen. Ich habe mich da ja jetzt ein Stück weit genötigt gefühlt, da mal meine Sichtweise drauf zu schaffen. Nur weil ich ein Tesla-Fan bin und ihr vielleicht mal kritisch berichtet, das ist nicht der Grund, warum ihr nicht dabei wart. Das war einfach, ihr wart in der falschen Schublade. Es gab 5 Schubladen, ihr habt euch in die falsche begeben. Ich hatte einfach Glück, in der richtigen zu landen. Manchmal ist es halt so. That's life. Lieber Alex, lieber Uwe, es tut mir wirklich vom Herzen leid, dass ihr nicht dabei gewesen seid. Ich habe mich tatsächlich auf den Alex sogar gefreut, weil ich im Vorfeld gehört habe, dass er auch da sein soll oder will. Und ich habe ihn noch nicht, ich habe dich, lieber Alex, noch nicht persönlich kennengelernt. Ich habe mich da tatsächlich darauf gefreut, dass wir uns mal begegnen. Tesla wollte einfach in dieser, ich sag mal, familiären Situationen mit Elon einfach die Promis nicht dabei haben. Und ich finde, das ist legitim. Wer zu einer Party einlädt, der bestimmt auch die Party und bestimmt, wer wann, wie, wo sein kann und darf. Ne? Der Nico Pliquet, der wurde ja hier von der Gegenseite, nämlich vom Alex und vom Chris, als Kronzeuge benannt. Auch der berichtet kritisch über Tesla. Vielleicht nicht so krass wie ein Stefan Möller oder so von Next Move. Aber Nico Pliquet hatte das Glück, in der Schublade First Owner zu sein. Der war einer derjenigen, die sein Auto, der hat sein Auto da abgeholt. Der war also nicht eine Begleitung aus dem Freundes- oder Familienkreis, sondern er war der, der das Auto bekommt. Und natürlich, dann, er ist halt YouTuber, ja, aber dann darf er da halt auch hin. Aber er darf halt nicht einen Promi mitschleppen. Hätte jetzt der Nico irgendeinen anderen YouTuber, mich zum Beispiel, nominiert, wäre ich wahrscheinlich auch nicht mit dabei gewesen. Wäre wahrscheinlich das Gleiche mit mir in Grün passiert, sofern ich für Tesla relevant genug gewesen wäre als Influencer, als Promi. Weiß ich ja auch nicht, ob die meinen Namen so auf dem Schirm haben, wie jetzt vielleicht ein Uwe auf dem Schirm ist oder ein Alex von Elektrisiert. Ihr habt natürlich einfach eine Wahnsinnsreichweite und vielleicht wart ihr jetzt einfach ein Opfer eures Erfolges. Also, grämt euch nicht. Tesla macht ja weiter und wächst weiter. The next chance is yours. Ja? Möchte ich mal so dahinstellen. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie ihr mein Video fandet. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Glocke drücken, damit ihr zukünftige Videos nicht verpasst. Und natürlich den Kanal abonnieren. Ganz wichtig, dass, damit ihr überhaupt von mir Videos seht. Und das ist für mich auch immer ein gutes Kompliment und eine Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Würde mich sehr freuen. Es kostet euch ja nichts. Einfach abonnieren. Fertig. Ne?
Und ja, wie gesagt, kommentiert, wie ihr das Video fandet. Wie seht ihr das? Ihr könnt gerne auch schreiben, welche Meinung ihr habt. Hat Tesla das richtig gemacht oder falsch gemacht? Hätte man auch Promis mit zu Elon Musk schleppen dürfen sollen? Ja, hätte man das tun sollen und können sollen? Okay, das war's. Nino vom Landzeitblog. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Übrigens, mein Highlight war, als ich gesehen habe, wie unser Bundeskanzler Olaf Scholz neben dem Brecher Elon Musk wirkte. Alter Schwede, ich wusste gar nicht, dass Olaf Scholz so ein zierlicher kleiner Bengel ist.